einer Rekordzahl von Militärflugzeugen hat China erneut die Luftabwehr Taiwans auf die Probe gestellt. Taiwans Verteidigungsministerium berichtete, dass am Montag 56 Flugzeuge in den Luftraum eingedrungen seien, so viele wie nie zuvor. Die Handelsbeauftragte Tai sagte am Montag in einer Grundsatzrede beim Zentrum für strategische und internationale Studien in Washington, sie werde zwar das Gespräch mit China suchen und wolle den Konflikt der beiden weltgrößten Volkswirtschaften auch nicht weiter anfachen, klar sei aber, dass man unfaire Geschäftspraktiken, die Verletzung von Handelsregeln und die wettbewerbswidrige Subventionierung wichtiger Teile der chinesischen Wirtschaft nicht mehr hinnehmen werde. 3. Für ihre Entdeckung der Rezeptoren für Temperatur und Berührung im Körper haben die beiden Wissenschaftler David Julius und Ardem Patapotian den diesjährigen Medizin-Nobelpreis erhalten. Die englische Regierung teilte mit, dass sie 300 ausländischen Lkw-Fahrern Sonderaufenthaltsstatus geben werde. Diese solle erstmal bis Ende März 2022 gelten. Der albanische Botschafter in London bot sogar an, dass seine Landsleute umsonst arbeiten würden, um England zu unterstützen. Droht schon bald eine neue und noch schlimmere Seuche? Dies jedenfalls vermutet eine Enthüllungsreporterin, die sich auf die Suche nach dem Ursprung der Corona-Pandemie in Wuhan befindet. Denn angeblich experimentieren die Wissenschaftler nicht nur weiter mit dem Coronavirus, sondern auch mit anderen potenziell gefährlichen Viren. Diese Arbeiten hätten nach Einschätzung der Expertin das Potenzial, eine noch gefährlichere Seuche auszulösen. 4 Städte im Jemen, die unter der Kontrolle der vom Iran kontrollierten Houthi-Rebellen stehen, haben seit 2 Tagen kein Internet. Als Ursache wird Sabotage angegeben. In den letzten 20 Jahren hat die Erde an Strahlkraft verloren. Das hat ein kalifornisches Wissenschaftlerteam herausgefunden und zeigte sich von dem Ergebnis seiner Untersuchung überrascht. Demnach reflektiert unser Planet heutzutage rund 0,5% weniger Sonnenlicht als zum Ende des letzten Jahrhunderts.